Sub-Metalheads. Wir sind die Full Metal Retards. Herzlich willkommen zu unserer ersten Show. Ich bin Vic. Und ich bin Max. Und heute werden wir euch geile Creative Commons Metal Musik vorstellen. Wir werden nochmal darüber reden, was Creative Commons überhaupt ist, damit wir uns da mal richtig verstehen. Und wir werden euch erklären, was uns dazu bewogen hat, diese kleine gemütliche Heimatsendung zu produzieren. Und einsteigen wollen wir mit dem, wofür wir hier angetreten sind, mit cooler Creative Commons Metal Mucke. Und das erste Review ist Thornville. Damit kommen wir zu unserem ersten Review für heute. Die Band Thornville. Was hältst du von ihnen, Vic? Thornville sind Ungarn. Die gibt's auch schon deutlich länger. Die gibt's schon ein paar Jahre. Die machen einen traditionellen, harten Heavy Metal, wie man sich das wünscht. Ich finde, das Album ist gut produziert. Es ist auch richtig in die Fresse. Was so ein bisschen fehlt, ist der eine große Hit. Man kann es gut hören, es zieht einem ordentlich die Schuhe aus, aber an ein, zwei Stellen würde man sich ein bisschen mehr Innovation wünschen. Aber auf jeden Fall ein Must-Have, dieses Album. Ja, ich finde auch, man kann das Album gut durchhören, von vorne bis hinten, aber es ist jetzt kein Song speziell bei mir hängen geblieben, weil er irgendwie herausragend wäre. So, wo man sagt, das ist der Hit, den ich als Single auskoppeln würde oder sowas. Ja, durchweg ist es aber ein gutes Album und die Band hat auch schon zwei Videoclips produziert und einen davon werden wir euch jetzt zeigen. Und hier kommt Thornville. We'll be right back.
Das war Thornwill mit Noah's Ark. Mit freundlicher Genehmigung der Band, mit der wir vorher noch ein paar E-Mails ausgetauscht haben. Und damit herzlich willkommen auf unserer Metal Couch, unserem zukünftigen Zuhause. Und nun geht's weiter in einem kurzen Animationsfilm aus unserer Episode 0 mit Creative Commons. Was ist das eigentlich? Wir haben das nur kurz angeschnitten für euch. Es gibt eine Latte an Animationsvideos, die das sehr viel besser erklären als wir. Die haben wir unten in der Beschreibung nochmal angefügt. Guckt euch die gerne mal an. Und auf geht's. Creative Commons. Creative Commons Lizenzen ermöglichen es Künstlern, ohne bürokratischen Aufwand einen klar definierten Schutz durch das Urheberrecht zu genießen, bei zugleich exakter Kontrolle darüber, was für Freiheiten mit dem Werk verbunden sind. So können sie ein breit gefächertes Publikum erreichen und ihre Werke mit ihren Fans teilen, ohne Rechte daran aufzugeben. Andererseits können die Fans ohne Repressionen der rechten Verwertungsmafia zu fürchten, die Musik downloaden, kopieren, an ihre Freunde weitergeben und je nach Lizenz in eigene Videos verwenden oder sogar remixen. Willkommen zu unserer nächsten Bandvorstellung. Diesmal geht es um Nihil Quest und die kommen aus Polen. Und dass wir vor einem Panzer stehen, hat nichts damit zu tun. Wie gesagt, es geht um Nihil Quest. Nihil Quest haben einen MySpace-Account, auf dem sagen sie, Record Labels are dead, let's keep it this way. Das ist eine ganz klare Nachricht eigentlich, finde ich, und ein ganz klares Bekenntnis zu der Creative Commons Lizenzierung. Ich finde, sie haben einen richtig harten Sound, sie hören sich an wie eine Mischung aus Puddle of Mud und einer richtig harten Trash-Metal-Band. Ja, also die Produktionsqualität ist ziemlich gut, das muss man mal so sagen, das ist nicht bei allen Creative Commons Bands, die man so im Netz findet, so. Also, gut gemacht. Wollen wir einen Song spielen von denen mal? Ja, also wir haben einen Track von denen aus dem Internet, zu dem sie auch ein gutes Video produziert haben. Die haben mittlerweile mehrere Videos produziert. Und bei dem Track, um den wir heute vorstellen, das ist Also Sad Frankie. Es ist inspiriert von dem Kannibalen von Rothenburg. Das sieht man auch in diesem Video. Ich finde, es ist richtig kickass und ihr solltet euch das jetzt mal rein aufgeben. Right now, it's so hard to believe. I can't try.
Warum machen wir uns eigentlich für euch zum Affen? Ja, das ist ganz einfach. Weil es Metaller nicht mehr gibt. Genau, Mann. Für Adam Turtle. Na, auf jeden Fall, die Musiksender sind alles nur keine Musiksender mehr. Und außerdem hat das für uns eine sehr tragische persönliche Perspektive. Erzähl die Geschichte, Max. Wir haben uns immer gerne auf YouTube nach neuer Musik umgeguckt, nach krassen Metal-Videos haben sie uns gegenseitig geschickt. Aber irgendwann haben wir festgestellt, jedes zweite verdammte Video wird gesperrt. Einfach so. Und wir können nicht mehr unsere geliebte Metal-Musik hören. Das ist sehr, sehr tragisch. Also müssen wir uns nach Alternativen umsehen. Und da haben wir dieses Internet mal benutzt. Das mag ich jetzt schockieren, aber es ist größer als YouTube und Facebook. Und dort haben wir einen richtigen Haufen Bands gefunden, die richtig gute Musik machen. Und die stellen sie euch zum Download umsonst zum Anhören zur Verfügung. Zum Schicken, zum Teilen, zum im Auto anhören. Einfach so. Um deine ganzen Freunde, deine ganze Familie mit feinster Heavy-Metal-Musik einzudecken. Naja, und das alles funktioniert unter dem Label Creative Commons Lizenzierung. Dort unter Creative Commons findet ihr nicht nur Musik, dort findet ihr auch Videos, Bilder, Texte. Ihr findet, was ihr braucht. Aber am allerwichtigsten, ihr findet richtig gute Heavy-Metal-Musik. Der Nachteil, bis jetzt, das weiß fast niemand. Ja, Creative Commons gibt es schon seit 10 Jahren, wie ich gelesen habe. Und dafür ist es halt noch nicht so weit verbreitet, wie wir es uns wünschen. Genau, denn viele Bands, die man dort findet, machen eine sehr harte, sehr coole Musik. Die haben vielleicht noch hier und da ein paar Defizite. Es sind noch Rohdiamanten, die man vielleicht noch mal schleifen müsste. Aber es gibt auch viele richtig grandiose Bands, die man einfach direkt anhört und sagt, hey, das ist das Album, das ich mir schon immer gewünscht habe. Genau, und wir wollen euch einfach ein paar von diesen großartigen Bands vorstellen. Vielleicht begeistert es euch auch, dass ihr euch das Album holt, dass ihr zu Konzerten geht. Ja, denn diese Bands sind unterstützenswert und sie ziehen euch echt die Beine unterm Hintern weg. Sub-Metalheads, willkommen zu unserer nächsten Bandvorstellung. Max, Vic und Wotan, der alte Westwall-Booker. Es geht um die Band Shapeshift. Shapeshift kommt aus Mannheim und machen richtig harten Heavy Metal. So hart und so gut, dass wir ihn gleich für unser Opening der Sendung verwendet haben. Warum stehen wir hier vor dem Stück bröckelnden Beton mitten in der Wildnis? Weil Sabaton, die skandinavische Band, die bekannt wurde durch ihre Power-Metal-Songs über den Zweiten Weltkrieg, Shapeshift empfohlen hat als Featured Artist auf MySpace für 2010. Ja, Shapeshift machen wie gesagt richtig harten Metal und sie erinnern mich ein bisschen an Le Fay vom Gesang her, aber sind, finde ich, ein gutes Stück härter. Ja, die sind sehr hart, aber bleiben dabei auch groovy und sowas alles. Sind Abtempo, aber auch nicht super schnell, aber also richtig gut, um sich das anzuhören. Geht auf jeden Fall ab. Ja, sie haben auch einen YouTube-Channel, auf dem veröffentlichen sie nicht ihre Videopodcasts, sondern ihre Braincasts. Weil sie beschreiben ihre Musikrichtung auch als Brain Metal. Brain Metal! Na, sie haben noch kein produziertes Studio-Video, deshalb haben wir uns die Freiheit genommen, da sie Creative Commons lizenziert sind, ihr Live-Video zusammen mit dem Studioalbum, mit dem Studiosong Johnny Panic abzumischen. Schaut euch das mal an. We'll be right back.
So, Metalheads, das war sie. Die erste Folge Full Metal Retards. Wir hoffen, die hat euch gefallen. Genau, wenn sie euch gefallen hat oder wenn sie euch nicht gefallen hat, schreibt uns Kommentare hier auf YouTube, auf unser Blog oder am besten macht ihr uns eine Videoantwort, die wir hier in unsere Show integrieren können. Dann können wir auch endlich mal die hässlichen Fressen von euch sehen. wenn ihr findet, ihr habt eine Band, die muss unbedingt mal vorgestellt werden, dann schickt uns den Link. Oder besser, wenn ihr Bock habt, die zu reviewen, dann macht das selber und schickt uns das Video. Dann bauen wir es mit ein. So, das war Full Metal Retards. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Und wenn ihr die E-Mail-Adresse von Adam Turtle habt, dann lasst uns die vertrauensvoll zukommen. Also ich finde, wir waren mindestens so gut wie Kafka. Ja.